So. Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte. Wir zerfallen zu Staub, wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle eins gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht, es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Glaub keinem Prediger, jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben mehr Angst als Trost in ihrem Angebot. Es ist schon schwer genug, ohne sie klarzukommen. Ich komm oft nicht klar, alles andere wäre mir als Reaktion viel zu abgeklärt. Was ich fragen will, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, alles hört mal auf. Der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie unwahrscheinlich war, dass wir uns treffen hier. Eine Milliarde Sterne mussten explodieren. Sechser im Lotto ist dagegen lächerlich, denn es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle eins gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir.